Hallo Freunde, hier ist Ariel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch was ganz Spezielles, und zwar eine Hamburger Aalsuppe. Aalsuppe, ja, da gibt es viele Gerüchte drüber, aber die erkläre ich nachher noch im Film. Und es gibt auch manche Rezepte, die Kasserknochen oder vom Rippen nehmen und so und daraus eine Aalsuppe machen. Kann man machen, schmeckt auch wirklich lecker. Ich liebe so einen Rauchfond, aber das hat in meinen Augen nichts mit der Aalsuppe zu tun, weil die Aalsuppe, da gehört einfach der Schinkenknochen mit rein. Und zwar von so einem rohen Schinken, am besten von so einem Kartenschinken. Wir haben bei uns auf dem Wochenmarkt in Hamburg-Rahlstedt, da haben wir einen der Händler, nennt sich der Unterhuber, der macht Kartenschinken und Wurst und Rauchwaren. Und der hat eigentlich immer Knochen da. Und hier gibt es schon genug Knochen, um sowas zu machen. Und man macht solche Aalsuppe ja nicht ständig, ne? Also, ich kann euch das nur empfehlen. Schaut euch das an. Lohnt sich nachzukochen und schmecken tut die wirklich gut, weil der Rauchfond, die Süße, die leichte Säure, den Aalgeschmack noch vom Räucheraal. Und wie gesagt, das erkläre ich eben so der Film noch, warum man welche mit Aal drin machen oder ohne. Eigentlich heißt das ja alles Aal rein, ne? Alles rein, ne? Aal rin, ne? Na gut, okay. Folgende Zutaten dafür sind Schinkenknochen. Schön Knochen vom Kartenschinken. Den habe ich nochmal vor ein bisschen abgespült, aber der ist ja sowieso schon geräuchert und damit auch sowieso sauber. Dann habe ich noch ein Stück Schwarte dazu, also das hat er mir noch so mit eingepackt. Ne, die Knochen habe ich natürlich betont, ne, er bezahlt, ist ja auch klar. Und, aber da steckt richtig Kraft drin und das Stück ist vom Kartenschinken. Es kann auch ein anderer Schinken sein, aber das ist das so, wie ich das eigentlich auch so kenne. Und so hat das meine Oma da auch gemacht und das war eigentlich immer der lecker. Und das ist ein ganz besonderer Geschmack, den kann man auch nicht vergleichen mit so einem Rauchschinken vom Kassler oder sonst was. Das ist eine ganz andere Geschichte und die gehört eigentlich in meinen Augen dafür mit rein. Aber wie gesagt, ist auch ein bisschen alles Geschmackssache. Ich kenne das so und ich weiß, das kam immer gut an. Von ihnen geholt hatte hier, schöne Knochen, da ist noch richtig Mark drin und so. Dann brauchen wir das dabei, der Rennen, zwei Bund Suppengemüse. Habe ich hier, dann zwei Pastinaken, zwei Petersilienwurzeln, fünf Kartoffeln, zwei Zwiebeln, Backobst. Hier habe ich schon von den geschälten, das waren zwei Bund Suppengemüse. Das sind die geschälten Sachen davon. Dann brauchen wir ein bisschen Liebstöckel, habe ich ein bisschen Thymian. Und ein bisschen bisschen so Estragon und ein bisschen Petersilie. Salz, Pfeffer, Essig, grüne Bohnen, habe ich aber TK in dem Fall, aber ist auch in Ordnung. Dann habe ich hier ein bisschen Majoran, bisschen Koriander, bisschen Wacholder, bisschen Nelken, bisschen Lorbeer und ein bisschen Senfkörner. Ein Ei und Mehl, 140 Gramm Mehl habe ich hier. Dazu geht das Ei, da brauchen wir noch 200 Milliliter Wasser nachher. Und zwar für die Mehlklößchen. Und 60 Gramm so der Butter, die habe ich noch nicht hier, die muss ich noch holen. Salz, Pfeffer hatte ich bestimmt gesagt und das war's. So, dann habe ich hier noch so ein Stück Aal. Ich habe jetzt nur so ein kleines, ne, weil das kleine, das war schon wahnsinnig teuer und das ist so geräucherter Aal. Der riecht so geil. Also das nur mal, um hier zu sehen, den packe ich erstmal wieder weg und der kommt nachher einfach nur oben drauf in die Suppe. Jetzt packen wir alles so ein bisschen beiseite. So, ich mache mir jetzt erstmal hier den Topf voll mit Wasser, kaltem Wasser. Und das andere packe ich mir so ein bisschen beiseite, was ich noch nicht brauche. Das Gemüse schneide ich mir gleich klein, alles. Also die Chilischote habe ich nur, weil ich das mag. Ne, die gehört da normal nicht rein oder wurde früher nicht reingemacht. So, das stellen wir uns an und das lassen wir jetzt erstmal so köcheln. So, und jetzt kommen wir mal so zur Aalsuppe. Und zwar, eigentlich gibt es zwei Sachen, saure Suppe und Aalsuppe. Und man sagt ja auch viel, Aalsuppe kommt von Aalrindern, ne? Aber, ja, ich weiß nicht, ob es ganz so oder richtig ist. Es gibt noch ein, zwei andere Varianten, was gesagt wird. Ich weiß auf jeden Fall nur, meine Großtante hat immer den Aal mitgekocht oder beziehungsweise die Haut von den Aalen. Der Aal wurde geräuchert, wir haben früher auf dem Bauernhof gelebt. Da wurde der Aal geräuchert, die Haut abgemacht und zum Schluss wurde die Haut immer noch höher, eine Viertelstunde mit reingelegt. Das hat meine Großtante gemacht. Meine Oma, die hat immer gesagt, da kommt alles rein, ist Resteessen nach wie vor und die wird ohne Fisch gemacht. Ich würde sie auch nicht mit Fisch kochen, ich mache mir immer ein Stück Aal oben drauf. Aber Aal ist mittlerweile auch richtig so teuer geworden und deswegen ist es nach wie vor, sagt man eigentlich Aal rin und dann, also da alles rein, es waren Reste der Essen, daraus ging raus und meistens war es wirklich aus den Knochen und Knochen. Die gab es früher, weil Aal war früher auch nicht so teuer, das konnte man sich dann auch noch erlauben.
Jetzt ist das da mittlerweile halt ein bisschen anders. Aal ist teuer. Und eine Aalsuppe ist das A und O, sind eigentlich Knochen vom Kartenschinken. Gibt es bestimmt auch andere Schinken oder sonst was. Ich kenne es eigentlich nur vom Kartenschinken. Dann das Gemüse und dann die ganzen Gewürze, also das Aalkraut. Aalkraut ist zum Beispiel, ist das bisschen, das ist kein spezielles Kraut, was so da fertig ist. Das bezieht sich aus mehreren so Kräutern zusammen. Man nimmt sogar, wenn ich mich nicht täusche, auch Basilikum mit rein, aber wie gesagt, das mache ich nicht mit rein, weil ich den Geschmack nicht haben will und den hat Oma auch nicht mit reingenommen. Aber zum so Aalkraut ist halt, wie ich das schon sagte, Estragon, Majoran, Thymian, bisschen Liebstöckel, Petersilie. Und ganz wichtig, Bohnenkraut. Das sind so die Sachen, die man als Aalkraut einfach sagt. Eigentlich ist es eine ganz normale Suppe aus Knochen, aber wichtig oder das A und O sind eigentlich die Schinkenknochen. Jetzt ist das einfach so, jetzt mache ich einfach alles rein und das lassen wir dann kochen. Bisschen Salz, aufpassen, nicht allzu viel, man kann noch was nachmachen. Bisschen Pfeffer. So, dann kommt auch das ganze Gemüse mit rein. Das Backobst kommt nicht mit rein, das wird extra gemacht. Hier an der zweiten Pfanne mache ich mir die Zwiebeln hier. Das habe ich mir Zwiebeln durchgeschnitten. Ach ja, zwei Zwiebeln kommen auch noch dazu. Weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt hatte. Die kommen auch noch dazu. Die rösten wir uns an, dass das hier ein bisschen schwarz wird. Das gibt's nachher nämlich die Röststoffe. So, das Backobst und wie gesagt, das machen wir uns nachher, wenn die Knochen draußen sind, kochen wir das dann nachher dann nochmal so damit. Weil wenn wir das jetzt reinmachen, ich lege mir das jetzt nochmal in das Wasser ein bisschen ein. Ihr könnt auch eine Brühe nehmen, wenn ihr habt. Und dann ist gut. Dann nehme ich diesen Behälter hier. Das muss jetzt auch keine 3 Stunden kochen. Wir wollen nur ein bisschen von dem Räuchergeschmack. Also wenn das eine Stunde ist, dann reicht das nachher. Die Gewürze auch noch mit rein. Und nachwürzen können wir nachher immer noch. Schälen, wie gesagt, zum Bund Suppengemüse. Für diejenigen, die das noch nicht gemacht haben, gibt es ja immer auch noch ein, zwei. Schäle ich mir die ganzen Karotten so runter mit einem Sparschäler. Das ist jetzt eine Pastinake. Das kommt alles dann mit rein in der Brühe. Und dann haben wir nämlich so schon mal einen schönen Grundgeschmack durch Schinkenknochen. Und das ist ein ganz anderer Geschmack. Wie gesagt, es gibt auch Rezepte, da haben die vom Kasslerknochen und so. Aber das ist ein ganz anderer Geschmack wie das mit dem Rauch. So, bisschen Liebstöckel. Ich habe ja auch mir ein bisschen Rezepte angeguckt und so. Liebstöckel habe ich auch nirgendwo gesehen. Aber ich weiß, Oma hat das immer mit reingemacht. Meine Großtante weiß ich gar nicht. So, Estragon. Majoran war schon drin. Und jetzt kommt noch ein bisschen Thymian. So, jetzt haben wir eigentlich alles in der Suppe drin. Und das lassen wir jetzt so köcheln. Wir beschäftigen uns jetzt. Achso, Petersilienstängel hatte ich auch mit drin. Die hatte ich mir abgeschnitten von meinem Petersilienbusch. So, dann nehmen wir uns auch einen Busch schon ab. Wie gesagt, das war immer mit viel Kräuter. Und es ist eigentlich egal, was für Gemüse ihr nehmt. Ihr nehmt einfach das, was ihr schmeckt. Wichtig sind halt ein bisschen die Kräuter dazu, also die Schinkenknochen vom geräucherten Schinken. Denn die Kräuter, also das Aalkraut in dem Fall, also Petersilie, Majoran, Thymian, Estragon, Pfeffer, das sind so die typischen so Kräuter, die in der Aalsuppe reingehören. Und die hat nachher so ein bisschen süßlichen, säuerlichen Geschmack durch ein Backobst und ein bisschen der Zucker und ein bisschen so der Essig rein. So, hier müssen wir natürlich immer aufpassen, dass sie uns, hier hatte ich das oben abgeschnitten, die Schale ruhig mit dran lassen. So. Eigentlich ist das nicht schwer, also die Zutaten sahen natürlich ziemlich heftig aus am Anfang, aber wie gesagt, das ist echt ein, und die schneide ich mir jetzt in kleine Würfeln, also die Würfel so, wie ich sie haben möchte. Mehr brauchen wir nicht. Die Bohnen kommen nachher auch rein zum Schluss. So, ich mache das mal jetzt mit dem Sellerie und so mache ich das nachher auch mit den Karotten. Die Größe müsst ihr jetzt für euch machen. Ich mache mir das so ungefähr in der Größe, weil ich möchte ja so ein bisschen was drin haben, also nicht zu klein, jedenfalls nicht für mich. Aber wie gesagt, ihr müsst es selber wissen, ne, dass ich nachher so die Größe habe. Bei den Petersilienwurzeln. Also ich möchte halt nachher so ein bisschen was im Mund haben und deswegen nehme ich halt so die Größe. Lauch war so zusammen, habe ich mir in der Hälfte durchgeschnitten und dann hier auseinandergeblättert und dann so gewaschen. So, dass er den Dreck rausspült. So, das schneide ich mir jetzt alles in Ruhe klein und dann sehen wir uns dann wieder. Und dann lassen wir das erstmal so kochen und ich schnibbel mir erstmal in Ruhe das andere. So, die Zwiebeln sind jetzt fertig. Könnt ihr sehen, haben ein bisschen Reststoffe, nicht übertrieben. So soll das sein. Jetzt rühren wir das schön durch. Und dann lassen wir das kochen. Erstmal aufkochen und dann, wie alle Sachen, so ganz langsam köcheln.
Ja, man merkt so richtig den Rauchgeschmack. Da kommt nachher noch die Säure dazu, die ganz wichtig ist. So, jetzt machen wir unsere Mehlklößchen. 200 Milliliter Wasser habe ich hier drin. Butter. Das sind 80 Gramm. Bisschen Salz. Pfeffer. Also im Prinzip so ein bisschen wie so ein Brandteig. Salz, Pfeffer nach eurem Geschmack. Ich mache das immer gleich mit rein. Ich finde das besser. Muskatnuss auch. Ganz wichtig in diesem Fall, wo wir die Muskatnussnote haben. So haben wir schon mal ein schönes Grundgewürz. Hier haben wir 140 Gramm Mehl und ein Ei dann noch. So, dann rühren wir das da gleich rein, wenn die Butter sich aufgelöst hat. Und dann so lange rühren, bis es am Boden so leicht anbrennt. Dann machen wir ein Ei rein. Und dann ist gut und sind unsere Mehlklößchen fertig. Allein die Gewürze alle schon. Boah, ist das geil. So, dann stellen wir den mal aus. So, jetzt kommt das Mehl rein mit einem Schlag und jetzt müssen wir rühren. So, und jetzt so lange rühren, bis es im Boden nachher so ein bisschen ansetzt. Wie gesagt, das ist wie so ein Brandteig. Mehlklößchen. Jetzt müssen wir den noch abbrennen. Aber der ist noch feucht, also müssen wir den noch so ein bisschen so, hier habe ich das ganze Gemüse klein geschnitten. Das kommt nachher alles als Einlage rein. So wie das Backobst und die Bohnen. Und da das sonst Resteessen auch war, kam dann eigentlich immer in den Knochen rein, alles was übrig blieb. Das heißt, dann hatte oft man nicht hier, so wie hier, das ganze Schale und so. Da hatte man einfach die Knochen. Und die hat man mit dem ganzen Gemüse, was am Wochenende Nacht blieb oder so, einfach reingemacht. Und so hatte man eine Suppe gehabt. Ja, so war es bei Oma immer. Weiß immer. So oft hat sie die auch nicht gemacht, aber 4-5 Mal im Jahr. So, das lassen wir jetzt so ein bisschen abkühlen. Und dann kommt ein Ei da rein. So, das ganze Rühren hat jetzt 3-4 Minuten gedauert. Ganz leicht jetzt kommt ein Ei rein und dann ganz schnell rühren. Dann nehmen wir geschmacklich ist es lecker. Das füllen wir jetzt oben in der Schüssel erstmal und lassen das ein bisschen abkühlen. So, jetzt auch hier, wie bei jeder Brühe, die Trübstoffe abschöpfen, Gemüse ein bisschen nach hinten und das dann nach vorne ziehen, das ist das A und O. So, das kocht jetzt, das stelle ich mir jetzt runter. 6-7 bei mir, müsst ihr sehen, dass es gleich nur ganz sanft kocht. Und wie gesagt, die Trübstoffe, die müssen runter, auf jeden Fall. Ja, ich stelle mal auf 6. Und das müsst ihr auch wirklich bis zum Schluss abschöpfen. Das ist wichtig, damit sie einigermaßen klar bleibt. Ganz klar wird sie nicht bleiben durch den Markknochen. Durch Schinken, weil da auch noch Mark drin war. Die Schwarte, aber das ist nun mal alles Geschmack. Und das ist genau der Geschmack der Aalsuppe. So, vom jetzigen Punkt an lassen wir sie so, ja, Stunde. Weil die Knochen, die sind ja eigentlich schon durchs Räuchern. Ja, ausgelutscht noch nicht. Also Geschmack bekommen wir noch eigentlich raus, aber hier der Rand, den wollen wir ja natürlich auch nicht haben. So, wie gesagt, das ist mit das A und O hier, das Abschöpfen bei jeder Brühe, sage ich ja immer wieder. So, ich schöpfe jetzt noch hier noch ein bisschen weiter ab und dann sehen wir uns nachher in einer Stunde so wieder. So, die Brühe hat jetzt 1,5 Stunden gekocht. Die holen wir uns jetzt raus und machen die im anderen Topf rein. So, das haben wir umgefüllt. So, das bringen wir jetzt zum Kochen wieder. Hier kann man noch ein bisschen poolen, wer will. Aber viel ist auch nicht. Aber hier aus dem Markknochen. Schön zum Auslutschen, wer das macht. So, jetzt noch ein bisschen das Fett abmachen. Aber muss nicht. Aber so viel Fett muss da nicht drin sein. Für meinen Geschmack. Bisschen Fett ist ja gut, aber nicht zu viel. So, jetzt geht das weiter. Jetzt kommt das Gemüse alles rein. Das Backobst und die Bohnen. Ein
So ein bisschen von in der Wasser runter, was ich vielleicht aber noch mit verwende. Ich habe da jetzt noch einen Esslöffel Zucker reingemacht. Wir nehmen jetzt den Saft noch mit dazu, wo das Backobst drin war. Weil das ist auch Geschmack. Und das lassen wir jetzt 20 Minuten köcheln. Dann ist das Gemüse auch weich. In den letzten 5 Minuten werfen wir die Bohnen noch damit zu. Und dann sind wir eigentlich so fast fertig. Ach nee, wir müssen ja jetzt noch die Klöße machen. Die machen wir nämlich eben auch nochmal. Und zwar nehme ich mir mal ein bisschen... So, jetzt nehmen wir uns die Klöße, die Größe, die ihr haben wollt. Rollt die ein bisschen, bringt die ein bisschen in Form. Wie so ein Nocke. Ihr könnt euch das auch so ausstechen, aber das ist, muss nicht sein. Reicht auch, wenn ihr das einmal so macht. Nur die lassen wir schön ziehen da drinne. Oder wenn sie hochgekommen sind, dann sind sie auch fertig und dann lassen wir sie einfach nur ziehen. Größe, wie gesagt, bleibt euch überlassen. Einfach so ein bisschen rollen. Form. Wie gesagt, das ist ein rustikales Essen. Hausmannskost. So, dann sind die jetzt auch gleich fertig. So, kleiner Stellen. Soll natürlich nicht kochen wie Wäsche. Ach ja, das Backobst, das hatte ich mir noch ein bisschen klein geschnitten. Wie ihr hier seht. Und jetzt wollen wir das mal probieren. Oh ja. Da kommen wir jetzt ganz nah am Oma ran. So, wenn ihr jetzt so einen Apfelessig habt, wäre ganz gut. Habe ich nicht. Ich habe jetzt nur ganz normalen Essig und dann noch auch Konzentrat. Muss ich aufpassen. Der soll aber eine gewisse Säure haben. Jo, das reicht. Jetzt für meinen Geschmack noch Pfeffer. Das kommt jetzt natürlich ein bisschen spät, aber das habe ich total vergessen. Es kommt natürlich auch noch ein bisschen Bohnenkraut rein, ja. Bisschen spät, aber besser spät als nie. Das habe ich total vergessen. Bohnenkraut ist im Aalkraut mit drin. Ich wusste ja, was gefehlt hat. Genau das hat gefehlt. Bohnenkraut. Sorry. Wäre natürlich besser gewesen, wenn es am Anfang noch mit bei gewesen wäre. So, die Mehlklüten sind auch fertig. So, das kommt damit rein. Jetzt kommen die Bohnen noch damit zu. Wenn ihr das jetzt richtig schön haben möchtet, blanchiert die Bohnen und macht euch die extra warm und packt die dann mit so auf den Teller, dann erhalten sie die Farbe. Aber wie gesagt, das ist eigentlich ein Resteessen. Oh, jetzt merkt man die Säure, die Süße, Kräuter. Und das Bohnenkraut war wirklich noch so der I-Punkt. Weiß auch nicht, warum ich das vergessen habe. Aber mir fehlte was, ich wusste noch nicht was. Jetzt weiß ich's. So, die sind hier drin warm, sind auch fertig. Jetzt sind wir eigentlich fast durch mit der Suppe. Säure und Süße müsst ihr euch selber, genau wie Salz. Und das müsst ihr euch selber reinmachen. Aber so ist das eigentlich schon goldrichtig. Meine Hamburger Aalsuppe ist jetzt fertig. Und sie schmeckt wirklich bombig. Ich muss jetzt einmal noch den Fond probieren. Die hat eine ganz leichte Säure, eine leichte Süße. Den Geschmack von den Rauchschinken so eigentlich wie bei Oma. Und wie gesagt, jetzt noch in diesem Fall, in den letzten 10 Minuten, hat meine Großtante immer noch die Schale von den Aal mit reingebracht. Aber nur die Schale und einfach nur für 10 Minuten ziehen lassen. Und dann gab es noch den rauchigen, aber nur vom Räucheraal, nicht vom frischen Aal. Nur vom Räucheraal, das noch mitziehen lassen und das hat wunderbar geschmeckt. Das hat nicht so fischig geschmeckt, sondern mehr den Rauchgeschmack. Jetzt kommen wir noch zum Anrichten. Ach ja, bevor wir zum Anrichten kommen, Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, ne? Abonniert den, ich freue mich drüber, klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Hier habe ich mir schon die Mehlklößchen drauf gemacht und jetzt noch meine Aalsuppe. Wenn ihr die Bohnen zum Beispiel vorher blanchiert und ins Eiswasser legt und dann beiseite und erst zum Schluss mit reinpackt, dann habt ihr noch eine schöne grüne Farbe. Aber das ist halt eine Restesuppe und daher
Ja, es ist eigentlich wurscht. Aber das wird so das Schöne aussehen. Das ist nun mal auf jeden Fall ein Tipp. Ich war jetzt nur zu faul dazu, das noch zu machen. Wäre ich jetzt auf unserer Arbeit, hätte ich die Bohnen sowieso extra gemacht. Davon mal ganz abgesehen. Ja, das ist jetzt die Legerede Aalsuppe. Und wie gesagt, ihr könnt die auch nicht mit vergleichen mit einer anderen Suppe, weil der Geschmack durch den Kartenschinken ist eine ganz andere Geschichte. Also, aber wie gesagt, jede der Suppe hat die Berechtigkeit und eine Hamburger Aalsuppe ist schon was Besonderes. Jetzt schnibbeln wir uns den Aal, in welche Größe, dann müsst ihr halt selber wissen, ne? Also ich mache mir den drei Teile. Guck mal, dieses kleine Stück hat 7 Euro gekostet, ne? Also Aal ist echt wahnsinnig teuer, kann man sich normal gar nicht erlauben. Deswegen habe ich auch nur so ein kleines Stück. Das richte ich jetzt alles mit an. Ne? Wie ihr das anrichtet oder so, bleibt euch natürlich überlassen. Noch ein kleines Petersilienblatt. Dann nehme ich noch hier die Petersilie, mache mir noch die bisschen ringsrum. Und was ich so heutzutage noch machen würde, ich würde noch ein, zwei Tropfen Zitrone drüber machen. Aber wie gesagt, da ist ja schon so der Essig drin, aber die Zitrone gibt noch die Frische. Gut, jetzt sind wir nochmal nah rangegangen. Und ja, Freunde, ich kann euch nur sagen, eine absolut leckere Suppe. Und viel Spaß beim Nachmachen. Wünsche euch wie immer euer Ariel. Und tschüss.